Alles hat ein Ende, auch diese Session, liebe Leute, von Alan Wake. Und diese eine Folge, die spielen wir noch. Und ich hoffe, dass wir einen nächsten Kontrollpunkt erreichen. Und ja, wir sind die Mühle hochgekommen. Genau hier. Und ich habe mich natürlich vertan mit der Bedeutung des Titels. Ich dachte, wir müssen wirklich wortwörtlich auf das Dach der Mühle steigen, aber nein, müssen wir nicht. Frage ist, da hinten gibt es wieder so einen Kasten und einen ziemlich düsteren Wald. Na, na, so. Na, nein, Ellen. Ja. Ich sehe absolut nichts, wo man hin könnte. Irgendein Anhaltspunkt. Nur diesen Kasten. Doch da vorne blinkt was. Okay. Und eine Seite fehlt uns noch. Ich gehe erstmal hierher. Holzhaufen. Kann man nicht drauf? Wahrscheinlich geht es da einfach irgendwie hoch. Und nach wie vor habe ich natürlich auch immer so die Befürchtung. Ist das der Mond oder ist das ein Licht? Das ist ein Licht, ne? Wo ist der Mond? Moment. Ja, gute Frage. Man sieht alles außer dem Mond. Aber ich glaube, für den Mond ist jetzt zu niedrig und es strahlt auch nicht so genau. Da hoch müssen wir, glaube ich. Aber ich... Ja, ich habe euch schon gesehen. Nein, och nein. Wo setze ich denn jetzt wieder an? Ach hier, ja gut. Aber hier kommt der eine, ne? Ja. Ich finde das so geil, diese... Vorsicht, Verlustästen! Diese, ja, sarkastische Benutzung von so typischen Sprüchen von Waldarbeitern oder was hier zum Beispiel. So, Vorsicht, Wald aus Nesten. Oder so wie Karl Stucky es ja meinte hier mit seinem Hütten zu vermieten. Oder was, total super. Sowas mag ich sehr. Wenn man da so ein bisschen mit spielt hier, wenn es sich anbietet. Und ich meine, wo bietet es sich schon an, wenn ich hier? Ja,
Ups. Da oben war ja dieser Ort, aber da war ja, glaube ich, eine zue Tür. Ich weiß es nicht, ob wir da einfach hin können. So, Ruhe im Karton, hoffe ich mal. Mehr waren ja auch eigentlich eben nicht nachgespawnt. Okay, das haben wir schon genug. Campgrounds, alles klar. Hatten wir gerade einen neuen Wegpunkt? Ich habe schon wieder nicht gesehen, verdammt. Oder ist das nur das Blinken von dem Dingens da? Vor allem, man kann sich ja auch, das ist ja auch so das Fiese, dieses Spiel, das ist fies von den Entwicklern gemacht worden. Man kann sich auch nie drauf verlassen, ob man da oben dann wirklich in Sicherheit ist, weil wenn man dann da vielleicht steht, Beispiel jetzt hier da oben direkt, dann macht es vielleicht einmal Pling und dann ist die Lampe aus, ja. Also, ach, jetzt haben wir einen Kontrollpunkt. Sehr gut. Schönes Bergmassiv hier. Moment. Waren wir da unten schon oder kommen wir daher? Ich weiß es nicht. Okay. Also ich finde es super, wenn wir jetzt hier noch eine Seite finden, die letzte, und dann... ja. Natürlich. Weg, 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 weg! Ach Mist, zu spät die Leuchtfackel gezogen. Okay. Haben wir alles? Alles klar. Das war also das, was wir gelesen hatten. Der Kettensägenmann. The Chainsaw Man. Und hier gibt es wieder 10.000 Steine, aber wir können uns, glaube ich, auf keinen so richtig drauf flüchten. Obwohl, es sei denn, wir können ja hier zurück hin. Moment, das möchte ich nochmal irgendwo versuchen. Kommt man da vielleicht doch hoch irgendwie? Nee. Oder hier vielleicht irgendwie hoch. Aber auch nicht, ne? Ich sehe es ja ein, wir müssen die einfach so bekämpfen, aber... ja. Ja, sich dahinter verstecken bringt natürlich auch sehr viel, wenn er eine Kettensäge hat. Hey.
Ja. Ai Weiwei. Um mal den Namen eines chinesischen Regimeskritikers zu nennen. Und in dieser Situation passt er auch. Ai Weiwei, Ai Weiwei. Godzilla ist ein riskanter Beruf? Uah. Da ist die Hütte mit dem Licht. Ja, das kommt jetzt ganz gut. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Zurückkehren können. Also die können ja hier gar nicht her, solange die Lampe da an ist. Aber lag da noch irgendwie Munition oder so? Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich mag auf jeden Fall diese Bärenstatuen hier. Ja, auf jeden Fall haben wir auch einen neuen Wegpunkt, zu Barry zurückkehren. Das meinte ich vorhin. Was ist das? Ach, ein Vogel war das. Ach so. Campgrounds. Ja, die Camper, die Verschollenen angeblich. Das haben wir auch von Rusty gehört. Von denen hat man lange nichts mehr gehört. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ja, aber ganz ehrlich, Alan, ich glaube, das ist jetzt nicht so unglaublich viel sicherer hier unbedingt, nur weil es jetzt kein Wald mehr ist. Da ist aber ein Licht, das ist gut. Ich meine, das wäre voll schön, wenn man hier auch mal rein könnte, aber ach Mensch. Mecker, mecker, mecker. Da ist. Ach, die ist die letzte Seite. Das Teil ist ja mal super. Aber das untersuchen wir gleich erst. Oder in der nächsten Folge wahlweise. Ja, dann sind wir dem Kettensägenmann doch besser entkommen, als ich eigentlich dachte, dass wir es tun würden. Oh, super, ey. Ne, eine fehlende Seite haben wir auch noch. Okay. Nightingale schießt auf Wake. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Okay, okay, okay. So, aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ort hier, um... Ich musste den Garagenschlüssel finden. Ah ja, um hier mal Pause zu machen. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Das ist natürlich super, ja. Gut, Leute. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Ja, I know.
Wir machen jetzt aber trotzdem erstmal Pause, Alan, auch wenn du jetzt weiter möchtest, was ich auch absolut verstehen kann, denn du möchtest eine Frau finden und Barry beschützen und alles beenden hier mit der Dunkelheit. Aber erst in der nächsten Session, liebe Leute, von Alan Wake. Der Garagenschlüssel musste irgendwo in der Nähe sein. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Session, in der nächsten Folge auch wieder ein. In den nächsten Folgen. Habe ich gerade noch einen anderen einen Kontrollpunkt wieder gekriegt? Ich glaube schon. Jetzt haben wir Garagenschlüssel finden. Gut, liebe Leute. Hat diesmal einigermaßen gut geklappt. Wieder mit ein paar Hängern, aber ich glaube... Ah ja, das haben wir auch gesehen am Anfang. Auf der Terrasse von Barry in dem Anmelde-Bungalow da, wo er den Hund verarztet hat. Da konnten wir uns ja auch darauf fokussieren, dass wir hier dieses Signal sehen. Vielleicht ist das wirklich das Endziel irgendwie so ein bisschen für uns. Und ja, wie das hier alles noch weitergeht, ich bin gespannt wie Hulle. Und ihr seid es auch, das sage ich jetzt einfach mal so. Bis zum nächsten Mal. Da fliegen die Raben. Geier sind es ja nicht, die Raben schon wieder. Wie Aasgeier auf jeden Fall. Und ich freue mich, falls ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Dave.